Kinder mit Migrationshintergrund, die ihre Muttersprache gut beherrschen, lernen auch leichter und besser Deutsch. Untersuchungen belegen das. Das Prinzip Rucksackeltern baut genau auf diesen Erkenntnissen auf. In der Stadt Salzburg gibt es bereits 17 Kindergärten, die das Projekt erfolgreich umsetzen. Was hinter seinem ungewöhnlichen Namen steckt, hat Ernst Schwarz für uns herausgefunden. Es ist ein moderner, sehr heller Kindergarten, der städtische Kindergarten am Gebirgsjägerplatz im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt. Einer Gegend mit hohem Migrantenanteil. Und es ist einer von 17, die das Projekt Rucksackeltern durchführen. Entwickelt wurde das System in Essen in Deutschland. Grundidee dahinter ist es, den Wortschatz der Kinder zu fördern, in ihrer Muttersprache und in Deutsch. Die Pädagogen im Kindergarten arbeiten dabei eng mit den Eltern zusammen. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Eltern ein sehr, sehr großes Interesse haben, das Beste für das Kind zu machen. Und oftmals fehlt ein bisschen das Werkzeug. Und wir geben ihnen das Werkzeug in die Hand. Wir schaffen ihnen nichts an, sondern sie entwickeln aus sich selbst heraus sehr viele Dinge. Und das macht natürlich große Freude. Sie sehen die Fortschritte bei den Kindern. Die Kinder lernen einfach schneller Deutsch. Die Kinder haben einen größeren Wortschatz in beiden Sprachen. Einmal pro Woche wird das neue Programm mit einer sogenannten Stadtteilmutter durchgesprochen und sozusagen in einem gedanklichen Rucksack vom Kindergarten nach Hause genommen. Dort wird das Wochenthema dann ausschließlich in der Muttersprache durchgemacht. Durchs Übersetzen aus dem Deutschen lernen auch die Eltern. Alban versteht auch in Deutsch die Wörter und hat kein Problem mit Albanisch, mit Muttersprache auch. Beide und mag perfekt auch. Aber Gott sei Dank, ich bin auch zufrieden, weil ich verstehe auch die Wörter, was muss reden mit Alban und was muss zum Erklären alles. Die Verbesserung der Sprache ist aber nur ein Aspekt. Das Prinzip Rucksackeltern fördert die Kinder in vielfacher Hinsicht. Daher sind auch die Eltern von Kindern mit deutscher Muttersprache begeistert dabei. Weil es nicht nur auf die Sprache abzielt, sondern auf allgemeine Förderung wie Konzentration. Das Kind muss eben auch mal 5 bis 10 Minuten mal ruhig da sitzen, muss zeichnen und zusätzlich Dienst zur Sprachförderung auch im Deutschsprachigen. Im Kindergarten wird ausschließlich Deutsch gesprochen. Das Thema, diesmal ist es Bewegung, wird noch einmal durchgemacht. Der gedankliche Rucksack kehrt somit an den Ausgangsort zurück. Letztlich haben die Kinder die gleichen Wörter, Lieder, Aufgaben in 2 Sprachen gelernt. Die Rückmeldungen, die an mich herangetreten sind, super. Vor allem für die Kinder, die jetzt in die 1. Klasse gekommen sind, haben sie zu mir gesagt, Nathalie, die Übungen, die ich mit dir gemacht habe, genau das. Dadurch haben wir gemerkt, die Kinder bleiben sitzen, die machen zu Hause Hausaufgaben und sind viel aufmerksamer. Also da habe ich schon für mich gedacht, super, das Projekt ist echt toll. Nun hoffen die Verantwortlichen der Stadt Salzburg, dass sich die Idee österreichweit verbreitet. Erste Nachahmer gibt es jedenfalls bereits. Mit dem Projekt Rucksackeltern ist die Stadt Salzburg für den österreichischen Integrationspreis 2010 in der Kategorie Bilden und Befähigen nominiert.